Am 10. Let's Play Together, die Gamer Masters. Heute mal wieder mit dem Kevin und dem anderen Kevin und dem Matti. Ja, dem anderen Kevin. Ja, dem anderen Ja. Kevin. Das ist der neue Kevin, ja. Ja, ich wollte gerade sagen, der neue Kevin, ja. Gut. Das ist ein bisschen verwirrend, aber egal. Ist wirklich verwirrend. Also, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Falls man irgendwen rufen sollte, Kevin, dann fühlt sich der andere Nee, angesprochen oder der andere. das muss irgendwie passen. Ich habe auch viele Namen. Also keine Sorge. Gut. Ja, bei uns ist jetzt der 22. Port mittlerweile. Immer der 21. 19. Das sieht man auch schon an dem Master Level, also dem Tamer Level. Ihr seid schon Level 16 und 13. Wir Ja. sind gerade mal 8 und 8, also Ja, großer und die Jungs Unterschied. sind auch gerade mal 17. Ah, ich bin am 35. Congratulations, Digimon Skill Level increased. Oh. Lol? Meint es keinen, also ist auch noch ein bisschen, ist auch noch ein paar Stärke. Also ich töte jetzt erstmal Semi-Devimons. Ja, bin doch gerade bei schon. Ah, und ich hoffe, ich hab die Sim. Nee, immer noch nicht. Schade. Okay, ich gehe jetzt mal noch wieder da, wo ich hin muss, zum Trainieren. Going back, bang. Ich werde nicht Level 25 werden. Was muss ich nehmen? Digimon meinst du? Oder dein Ja, Level? ja. Ne, denk mal damit nächstes Level, also nächste Digitation. Ja. Verdammte Scheiße, ich habe ein Digi-Ei bekommen. Oh, von Verdammte welchem? Scheiße, mein Inventar ist voll. Ich habe einen Soulmon bekommen. Ist der gut? Hast du den Geist gesehen, den ich vorhin hatte, mit diesem Zermut? Ja. Das ist Soulmon. Wie viel Ja, ich kostet habe der? dieses. Na, kommt drauf an, wie viel Glück du hast. Du brauchst halt diese Daten, um den zu hatchen, und dann musst du halt Glück haben. Nein, ich meine, wenn ich ihn verkaufe. Achso, Nicht wahrscheinlich viel. 10 bis 20, weil Ah, verkauft. aber passt doch, ist ein bisschen Kohle. relativ viele findet man davon. Also ich habe diese Schuhe von dem Typen jetzt bekommen. Ja, ich bräuchte ein bisschen Platz, meine Winzer, und schmeiß ich einfach mal. Ja, ich habe schon ein bisschen was gemacht, aber ich muss auch mal ein bisschen ablegen. Achso, ihr habt ja nur noch diese 21 Plätze, oder? Ja. Ja. Dann bekommen wir nächstes Inventar. Also von irgendeiner Quest bekommt ihr dann noch 7 weitere Plätze erstmal. Den Rest müsst ihr euch dann zusammenkaufen. Ich weiß nicht, ob man später noch mehr bekommt, aber. Ich bin gerade Ja, richtig. ich bin fertig. Glückwunsch, wir werden jetzt umtöten. Also Entschuldigung. Mini wäre von mir aus 700 Meter entfernt. Bist du denn auch schon fertig? Ja klar, ich bin nur im Farm gewesen aus Langeweile. Ach so, okay, dann gehen wir gleich zu den Palmons oder ne, zu den Eligmons rüber. die Eggmans sind wo? Im Folgt mir. Ja, du gehst in die richtige Richtung. Geh einfach durch das Portal. Ja, aber ich muss eh dahin. Wegen, Mini? genau. Die ist 700 Meter entfernt angeblich. Ne, lass sie mal zuerst den Eligmons, weil die sind auf dem Weg. Naja, das meine ich ja. Dann töten wir auf dem Weg noch schnell ein paar Eligmons und dann können wir auch direkt zur Mini rüber. Ich muss nur Platz machen im Inventar, glaube ich. Ist mal wieder voll. Meinst du es auch Kann man das nicht ratzevoll irgendwo hier? auffüllen? Kann man das irgendwo Platz machen? Irgendwo ein Platzmacher? Ne, oder? Ah, cool, hier ist ein. Hier kann man Sachen verkaufen, aber was soll ich denn schon verkaufen? Naja. Aus den Digi-Eiern ganz gerne. Lass dich mal so für später. Nur Kacke, dass man immer hier zum Ne. Lagerverwalter rennen muss. Ja, Problem ist, ich habe auch kein Platz im Inventar mehr. Oder warte mal. Lagerverwalter, wo ist denn der? Ich glaube, den gibt es nur in der Stadt, oder? Verdammt. Den. Für das Lager? Ja. 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 Da. Lass mal Und schon. jetzt mein Inventar voll. Bärmon? Musst du nicht vorhin mal Bärmons töten? Small Forest 2, warte mal. Nee, doch nicht. Müssen wir Bärmann für irgendeine Quest hätten? Nee, nee. Nee, die Palmon, Oh, die geil. Bärmann. Ja, Der Level hier 8. reitet gerade auf seinen Rädermon. Boah, sah das geil aus. Der Rei. Ach so, ja. Diesen einschützigen Fuchs, oder? Ist der Fuchs schnell? Weiß ich gar nicht, den hab ich nie gehabt. Aber der Drimogemon ist sehr langsam, oder? Ja. Also Er lohnt ist es sich langsamer bei. als normales Laufen. Ja. Was sind diese Elixmons? Ah.
Sowas sind wir chinesischen weiter, diese Viecher. Elegmon? Ja. Zu Leomon. Den Zauber-Leomon. Achso, den Zauber-Leomon. Du bist Vater von Markus, ne? Das ist der Banjo-Leomon, der. Das ist Burst Mode in dem Spiel. Aktiviert wirklich diesen Vorschuppe. Lol, ja. Ich bin fertig. Ich muss noch nicht. Zwei Monster töten. Ich noch nicht. Nee, ich noch nicht. Das ist auch noch ein bisschen. Ja, dann warte ich mal so lange auf dich. Ja, ich fühle mich beeilen. Ich glaube, beim Töten darf ich dir nicht helfen, weil dann verstropfst du es dann nicht, oder? Ist es das? Lol? Doch, Mouthpiece, hab's bekommen. Cool, dann. Boah, ging das schnell. Zum Glück. Denken wir direkt rüber zu Mini. Und dann noch drüber zu Palmon. Brauchen noch eine Handschuhe von der. Ja. Palmons hier. Ich glaube, keiner will die haben, deswegen können wir genug töten davon. Palmons. Irgendwann sterben die schon aus. Ach, diese Scheißviecher. Boah, ich hab die Palmons sowas von vergessen, ey. Wie aussehen. Aber so hässlich hab ich eigentlich nie in Erinnerung gehabt. So hässlich. Ja. Vor allem, weil wir die deutsche Rad schöner. Egal. Boah, okay. Ich glaube, ich hab's schon wieder gedroppt. Und komm, geh down. Ach, was soll ich runterschmeißen? Na, dann schmeißen wir das runter. Meine Fresse. Ja, ich brauch jetzt mal einen Schlag, lol. Oh mein Gott. Beim Drimogimon, was auch immer das war, brauchten wir Jahre und hier fehlen. Es waren zwei Mobs, ein Dina-Mobs kann nur. Alter, mit F, krass. Dann gehen wir direkt rüber zur nächsten Map, zu Mini. Und dann gehen wir, glaube ich, noch zur Stadt und geben die Mission ab, oder? Ja. Da könnte man auch eigentlich direkt zur nächsten Quest weiter machen. Falls sie eine bekommen. Hier reitet einer so ein kummiges, ich weiß das wie. So eine Art Wolf mit Handschuhen. Ein Wolf mit Handschuhen? Ja, hier bei mir. Wüsste ich jetzt auch nicht. Ja, so ein kummiges, dickes Bärchen mit Handschuhen, sag ich dazu. Wolf mit Handschuhen ist das. Also, ich stehe jetzt schon neben Mini. Moment, ich mach kurz die Siegerecke eintauschen. Wenn ich ein bisschen Kohle kriege. Habt ihr eigentlich schon Dremo gemacht? Nee. Was? Ich hab das Ei, aber ich gebe mir jetzt die Mühe, um das hier zu hatchen. Nee. Muss man nicht. Du hast es auch, Kevin. Haben wir letztens von uns so bekommen. Nicht. Ich hab auf jeden Fall alles in eine Truhe gepackt bei mir. Ja, ich tue es immer in Lager rein, weil das braucht unnötig Platz. Also hier ist wieder so ein. Also hier hat jemand Wirkarurumon als Card Digimon Herausforderung gerade gehabt. Okay. Aber auch richtig episch. Der klöppt mit seinem Greymon dran und so was du hast als zweite Entwicklung. Geogremon. Genau. Gaumon. Leute, im Burst. Im Burst-Modus. Rice Greymon, muss ich gerade noch nachgucken, wie der heißt. Aber im Burst-Modus. Boah, im Burst-Modus? In der Burst-Modus ist Stufe davor auf jeden Fall. Also ich finde Angumon eigentlich am geilsten, nur wenn er größer ist. Also wenn er richtig groß ist, dann ist er wirklich heftig. Oh, hallo Mini, wie geht's dir? Gibt's denn Tricks, Leute, wie man die Digimons beim Hatchen, also die Chance, dass er größer wird, erhöhen kann? Nee, leider nicht. Also von mir aus können wir weiter. Hat ihr schon mal Geld für das Spiel ausgegeben? Ja, einmal. Wie viel? Aber? Oh Gott, eine 10 Euro Passive Card hatte ich da. Warum machst du das? auch, nein. Zu viel Geld bestimmt nicht, kann man nicht haben, aber. Was denn? Langeweile? Oder? Auch, ne, wenn ihr. Zu viel Geld, aber ich meine für Digimon. Ne, insgesamt, das war so. Ich sag mal so halb gespart. Kennt ihr League of Legends? Ja, klar. Dafür gebe ich ab und zu mal Geld aus. Weil. Manche Skins, wenn sie halt rauskommen, sind halt ziemlich episch schon. Und. Halt, wenn ich da noch ein bisschen Geld über hatte, dann halt immer mal 2 Euro hier rein. Und dann kam irgendwann 10 Euro zusammen und dann habe ich mir. Das interessant. Natürlich sehr interessant, ja. Also ich würde sagen, ne, ich weiß nicht, wer das nehmen, dieses Charakter, also Yoshino nehmen würde, aber wer das nimmt, naja. Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall so ein Gotsumon-Digi-Eck bekommen, sozusagen dieser Quest. Leute, ich bekomme auch das Gotsumon. Taugt das Vieh überhaupt noch mal was? Ich habe keine Ahnung. Die Serie ist ein bisschen lang her bei mir. Ich glaube, das Vieh taugt gar nichts. Gotsumon, da müssen unsere zwei Erfahrenen wissen. Mati hat das. Mit einem anderen Charakter. Ja. Und das die Weiterdigitation, die nächsten beiden sehen halt genauso aus, bloß dass es Teil halt andere Fähigkeiten hat.
Also das ist gar nicht. Wenn ich einen Digimon hole, dann nur wegen der geil, wegen das Aussehen, also. Ja. Genau. Ja, die verändern nur die Farbe. Also. Ja. Und dann wird's halt von Stein zu Eis und. Zu Stein zu Eis. Wer merkt den Unterschied? Keiner. Stein zu nicht. Eis. Blau zu Weiß. Ja. Ich weiß nur, die Farbe ändert sich. Ich kenne ihn schon noch von der Serie her. Aber ich glaube, er ist auch nicht so stark in der Serie. Gott sei Dank. So, wo müssen wir jetzt nochmal hin? Also mit dem Commander müssen wir reden, zweimal. Zumindest ich. Hast du die auch? Oder? Es könnte jetzt ein bisschen laut werden bei mir, Leute. Wieso? Ja, ich bekomme glaube ich gleich Besuch. Deswegen fand ich Teamspeak generell aus besser. Achso, ja. Ist ja kein Problem. Man kann sie rausfiltern. Wie kann man das denn rausfiltern? Ja, mit viel Arbeit. Ja, okay, es gibt diese Goldspammer schon wieder. So. Einmal. Matti? Ja. Bist du schon in der Digi-Welt wieder? Ach, nee. Jetzt bekommt man eine Uniform von dem Typen geschenkt. Ja, wenn du die ganzen Quests in Yokohama Village fertig hast. Weiß ich gerade nicht, wo ich Fischer da so mal als Sack kann wahrscheinlich brauchen. Also, ich habe auf jeden Fall so ein Togemon Digi-Eck, ein Kunemon Digi-Eck und so ein Gabumon Digi-Eck. Nur. Welche Sachen meinst du jetzt? Boah, ich hab das Outfit und 11.000 M. Wie hast du die Quest Outfit bekommen von dem Typen? Meinst du musst halt alle. Achso, die alle das Emblem haben. Genau. Ja, brauchst du 5 Stück, glaube ich. Also, 5 verschiedene Quests. Naja, die habe ich ja bekommen. Die hat schon eingelagert in der Truhe bei mir. Im Storage eingelagert. Oh, jetzt kriegt er einen dringenden Auftrag. Oh, sogar 2 Quests. Was ist denn jetzt los hier bei mir? Schwarzes Bildschirm, also Digimon jedenfalls. Oh, wow, jetzt habe ich ganz viel neue Quests bekommen. Okay, Leute, bei mir ist jetzt auf Part 2 weiterschauen. Ich weiß nicht, was los ist. Und bei mir immer noch auf Part 1, aber ich habe richtig geile Quests. Egal, mach mal einen Schnitt für diese Sendung. Sie ist ja easy gleich wieder. Okay, dann sag ich schon, ciao, bis zum nächsten Mal. Boah, sorry, Leute, du musst jetzt einen Schnitt machen, Alter. Das, Naja, krass. Ich noch nicht, also ich hab noch Glück. Ja, ich bin noch live, wa? Schneidet ihr sowas denn nicht, wenn ihr mal sowas habt? Nee, ihr? Ja, ich schneide. Selten. Bei mir passiert sowas ein paar Mal öfter. Das weiß ich nicht, das ist ein Bug von Digimon. Da schneide ich dann die Videos und mach nur einen kurzen Cut. Was schneidest du denn? Mit Videopad. Da musst du die 2 Teile im Prinzip nur einfügen und dann kannst du. Aber das dauert doch viel zu lange, oder? Nö, 20 Minuten. Ja, ja cool. Jetzt habe ich die offizielle Uniform bekommen, die er im Augen sehr hat. Sehr gut. Und ein extra Inventory. Also das bekommst du nach den Quests. Oh. Wie lange läuft die Aufnahme jetzt überhaupt schon? Ich hab jetzt. So gut wie 15 Minuten, also bei mir. Ich hab auch keine Ahnung. Gut. Wie lange läuft denn die Aufnahme schon überhaupt? Bei allen? Fast 15 Minuten. So. Ja. Und gleich bei. Na, ja, ich wollte auch gerade mal Kollegen. Naja. Ich hoffe schon mal weiter. Und zu sagen werde ich an mich. Aber was mache ich denn jetzt am besten zuerst? Das da mit der Frau. Wie viele Klicks habt ihr denn durchschnittlich? Weiß ich nicht. 50, 40, 50? Noch nicht so viel. Oh, hast du immer noch mehr als ich? Na, also nicht mehr als ich. Wie viele Abonnenten habt ihr? Ich hab also noch nicht.
Ich hab 15, und ihr? 34. Nicht schlecht. Also ihr habt beide einen Einzelkanal, ja? Ja, ja. Achso. Ja, also ja, Einzelkanal, genau. Ich glaub, bin mir gerade 7 aufgehangen. Gut, dann würde ich sagen, Ben, ich hätte meinen Part auch. Ja. Ja. Kurz einen Cut und, ja. Was? Bis gleich. Oh Gott, Alter. Und schon wieder am Ladescreen aufgehangen. Ach, wie schön. Na gut, ich denke mal, jetzt sind 15 Minuten noch vorbei. Also, dann bis zum nächsten Part. Und ciao.